Diverse Entgiftungskuren und irgendwelche Detox-Präparate mit Zeolith oder auf Algenbasis sind ja aktuell total angesagt. Sie versprechen dir, dass du damit schädliche Schwermetalle aus deinem Körper ausleiten kannst. Doch was, wenn solche Präparate selber mit Schwermetallen belastet sind? Dann würde ich sagen, Houston, wir haben ein Problem. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Giftige Schwermetalle wie zum Beispiel Arsen, Blei, Cadmium oder auch Quecksilber können nicht nur in Lebensmitteln enthalten sein, sondern auch in Nahrungsergänzungsmitteln. Das betrifft unter anderem Produkte aus Meeresalgen, dann Produkte aus dem Nicht-EU-Ausland, zum Beispiel ayurvedische Produkte, die aus Indien importiert werden, oder auch TCM-Produkte aus China oder Produkte mit Mineralerden wie Kieselerde oder Tonerde. Ich möchte dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du dich davor schützen kannst. Als allererstes solltest du dich fragen, brauche ich Detox-Präparat XY wirklich, beziehungsweise ist mein Körper tatsächlich vergiftet und sind Schwermetalle die wahre Ursache, dass es mir vielleicht gerade nicht ganz so gut geht oder spielen da ganz andere Faktoren mit rein? Habe ich vielleicht zu viel Stress? Schlafe ich schlecht? Habe ich zu wenig Vitalstoffe aufgenommen, weil ich vielleicht zu viel Industriekost gegessen habe? Bewege ich mich genug oder sitze ich den ganzen Tag nur auf der Couch? Das sind erstmal Fragen, die darfst du gern für dich selbst beantworten. Wenn du immer noch der Meinung bist, dass du sowas unbedingt brauchst, dann gibt es ein paar wichtige Punkte, die solltest du unbedingt beachten. Nahrungsergänzungsmittel unterliegen keinen so strengen Prüfkriterien wie beispielsweise Arzneimittel. Also die müssen nicht nachweisen, dass sie unbedenklich sind und die müssen auch nicht mal wirksam sein. Die Hersteller müssen die Supplements lediglich anzeigen beim BVL, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, und sie müssen versprechen, dass das alles schön sicher ist. Bedeutet, sie müssen keine klinischen Studien vorweisen und sie müssen auch kein Zulassungsverfahren durchlaufen. Aber wir haben trotzdem einige Kriterien, wo du zumindest für dich die Sicherheit erhöhen kannst. Es gibt den sogenannten DIN EN ISO 9001 Standard. Bedeutet, Nahrungsergänzungsmittel, die nach diesem Standard hergestellt wurden, unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen. Also da hast du schon mal gewisse Mindestanforderungen festgelegt, die dann natürlich auch eingehalten werden müssen. Dann hat die EU ein Schnellwarnsystem eingeführt. Ich verlinke dir die Seite auch mal unten in der Infobox. Und da kannst du ein Stichwort eingeben und dann erhältst du eine Auflistung von auffälligen Produkten. Ich habe das mal gemacht am Beispiel von Zeolith. Und da siehst du einige Meldungen. Du siehst unter anderem das Datum. Du siehst, welches Land das gemeldet hat. Und du kannst auf Details klicken, dann erhältst du nähere Informationen. Ansonsten haben wir noch den BDIH, das ist der Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Und der hat mehrere Prüfsiegel entwickelt und auch die gewährleisten eine entsprechende Qualität. Und wenn neben dem Logo noch der Schriftzug Heavy Metal Controlled auftaucht, dann bedeutet das, dass dieses Nahrungsergänzungsmittel auf giftige Schwermetalle geprüft wurde und natürlich hat es dann den Test auch bestanden. Erhöhte Gehalte an Cadmium, Blei und Quecksilber kommen übrigens häufig in Nahrungsergänzungsmitteln aus Muscheln und Algen vor und Zeolithe bzw. Mineralerden enthalten oft sehr viel Blei, aber auch Aluminium und Quecksilber. Deshalb solltest du hier am besten Bioprodukte verwenden. Ansonsten solltest du deine Supplements möglichst in Deutschland einkaufen, beziehungsweise bei einem deutschen Händler oder auch in der EU. Und hier solltest du ganz genau nachfragen, wo deine Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden. Vorsicht ist geboten, wie gesagt, bei Importen aus dem asiatischen Raum. In der EU bist du da etwas sicherer. Seit dem 1. Juli 2009 gibt es nämlich die sogenannte Kontaminantenverordnung. Die verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Und hier ist es so, dass für einige Schwermetalle in Nahrungsergänzungsmitteln Höchstgehalte festgelegt wurden. Sobald diese Produkte die Werte überschreiten, müssen sie vom Markt genommen werden.
Bedeutet, die Hersteller bzw. die Importeure sind dafür verantwortlich, dass diese Werte eingehalten werden. Der nächste Tipp betrifft vor allem Algenprodukte und Produkte mit Kieselerde bzw. Zeolit. Hier ist es sinnvoll, wenn du beim Hersteller mal nachfragst und dir eventuell auch die Analysenergebnisse zeigen lässt, vor allem im Hinblick auf den Jodgehalt und auf den Gehalt an Schwermetallen. Manche Händler haben im Internet auch die Prüfzertifikate direkt veröffentlicht. Das ist dann natürlich für die Verbraucher besonders hilfreich. Also nochmal zusammengefasst, überlege dir, ob du solche Präparate wirklich brauchst oder ob du dir das Geld lieber sparst. Wenn du Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, dann achte auf Qualitätssiegel bzw. Schwermetallanalysen und im Idealfall stammen deine Supplemente aus Deutschland bzw. aus der EU. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und weitergeholfen. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema hast, dann schreib das gern alles unten in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleib maximal vital. Alles Liebe, deine Fanny.